dann begrüße ich euch alle ganz herzlich zur Pressekonferenz von unserem Heimspiel gegen den BFC Dynamo am Sonntagnachmittag um 14 Uhr. Platz genommen haben Cheftrainer Marc Zimmermann und Max Kulke. Max, erste Frage an dich. Wie hat sich denn die Mannschaft auf Sonntag eingestellt und was denkt ihr, was es für ein Spiel wird? Ja, hallo erstmal. Wir denken, es wird auf jeden Fall ein sehr emotionales Spiel. Es hat ja eine gewisse Vorgeschichte, eine gewisse Tradition, das Duell. Deswegen wird es sehr emotional, sehr hitzige Duelle wird es geben in den Zweikämpfen und ein sehr rassiges Spiel wird es auf jeden Fall werden, denke ich. Aber ihr habt Bock drauf? Auf alle Fälle. Wir wollen das Ding ziehen. Sehr gut. Noch eine kleine Frage. Du hast am Sonntag Geburtstag zum Heimspiel. Was wünschst du dir denn? Oh, ich wünsche mir natürlich ein volles Haus und dass wir die 3 Punkte mitnehmen, damit ich dann den Abend gut ausklingen lassen kann. Sehr gut, dann werden wir alles dafür tun. Marc, wie lief die Trainingswoche? Welches Personal steht uns denn zur Verfügung? Die Trainingswoche lief gut. Wir hatten nach den freien Tagen, nach der wirklich harten englischen Woche, den Jungs ein bisschen Zeit gegeben. Das hat man auch gemerkt, dass wir dann ein bisschen, also durch den einen Tag mehr konzentrierte Trainingswoche, auch die Jungs waren sehr motiviert und auch mit einer guten Stimmung am Ball. Und wir haben uns gut vorbereiten können, haben ja morgen noch das Abschlusstraining. Personal gibt es keine großen Veränderungen, so wie wir jetzt auch letzte Woche bei Chemie angetreten sind. Von dem Personal sind alle da. Die Jungs, die jetzt schon etwas länger raus sind, kommen hoffentlich bald zurück. Vielen Dank. Dann kommen wir direkt zu euren Fragen und beginnen mit der Bild-Zeitung. Andreas Mann. Jawohl, Herr Zimmermann, hier zu Hause kann man ja, glaube ich, schon mittlerweile sagen, ist der HFC schon eine kleine Heimmacht geworden. Mal abgesehen vom DFB-Pokal gegen St. Pauli gab es die letzte Niederlage im Mai gegen Unterhaching hier 0-1. Sie haben das jetzt ja auch ein paar Wochen, ein paar Monate hier miterlebt. Was macht die Mannschaft hier zu Hause so stark? Naja, es geht ja vielen Mannschaften so, dass sie zu Hause ihre Basis legen wollen. Dass man zu Hause natürlich mit dem Support, mit dem Heimsupport, mit den Fans im Rücken, mit dem, was so ein bisschen, ich würde es nicht alltäglich benennen, sondern mit seinem Wohnzimmer, das ist vielleicht auch eine Metapher, ja, aber man fühlt sich wohl, man kennt jede Ecke, man kennt jeden Grashalm so gefühlt und das ist so das, was uns auch über die Saison hinweg auch tragen soll, was uns Sicherheit geben soll, diese Heimform, diese Heimspiele. Und jetzt haben wir natürlich einen sehr, sehr auch ambitionierten Gegner mit dem BFC, der in einer guten Form ist, der eine sehr erfahrene Truppe hat. Und ja, wir wollen natürlich alles daran setzen, dass wir diese Serie von den Heimspielen aufrechterhalten können. Sie haben es gerade schon angesprochen, im BFC natürlich nicht so in die Saison gekommen, wie sie sich das vorgestellt haben, die Berliner, aber zuletzt eben 2 Siege gefeiert. Mit wie viel Schwung rechnen Sie von Seiten der Gäste? Ja, es gab, sie spielen mit einer, finde ich, schon jetzt eingespielten Elf. Es gibt immer punktuell ein paar Veränderungen aufgrund von Sperren oder der eine oder andere war mal verletzt und ist jetzt wieder reingekommen. Aber sie haben, glaube ich, schon so eine Stammachse mit sehr erfahrenen Jungs auch, mit Dardaschow als Torjäger und aber auch was die Körperlichkeit angeht, eine sehr robuste Truppe, wo wir schon alles in die Waagschale werfen müssen am Sonntag hier. Die auch clever spielen, also manchmal ein bisschen abwartend, und aber dann, wenn der Gegner dir was anbietet, wenn er dir Räume gibt, wenn er einen Fehler macht, dann bestrafen sie es auch sofort. Ich habe sie in Eilenburg gesehen, da haben sie es dann letztendlich auch, wenn das Spiel relativ knapp war vom Ergebnis, relativ souverän hinten runtergespielt. Und das sollten wir wissen, dass eine Mannschaft kommt, die sehr, sehr gefährlich ist und über eine hohe Qualität verfügt, gerade im individuellen Bereich. Stand in dieser Woche besonders die Regeneration auch so ein bisschen im Fokus? Ich meine, die letzte Woche war ja schon recht kräftezehrend. Ein Tag maximal. Also wir haben, wie ich schon sagte, einen Tag mehr, weil wir Sonntag spielen, haben die Hauptbelastung, den Hauptbelastungstag gehabt und an dem Tag danach ein bisschen weniger gemacht. Heute haben wir schon ein paar taktische Sachen im Hinblick auf Sonntag noch versucht einzustudieren, auch was zu probieren,
Das wird auch flexibel bleiben. Und morgen haben wir das Abschlusstraining, aber im Grunde genommen haben wir einen normalen Rhythmus gehabt. Also die Jungs haben nach dem Chemiespiel die Tage schon auch nutzen können. So zumindest ist mein Eindruck, nachdem wir dann am Dienstag uns getroffen haben, wirkte das schon sehr frisch wieder. Noch eine Frage an Max. Lisa hat es angesprochen, du hast am Sonntag Geburtstag. Wie läuft das ab beim HFC, wenn einer Geburtstag hat? Musst du da auch mal den Spießrutenlauf durch die Mannschaft machen und musst selber noch irgendwie zu Hause ein paar Plätzchen backen? Oder was steht da? Das zum Glück nicht. Also natürlich, wir haben die Tradition, sage ich mal, dass wenn du Geburtstag hast, eine Kleinigkeit der Mannschaft mitbringst. Aber das Gute ist, dass gerade viel zur Zeit Geburtstag haben bei uns im November. Deswegen schieße ich mich da mit einigen zusammen und wir werden dann ein Essen für die Mannschaft organisieren. Dann geht's weiter mit der Mitteldeutschen Zeitung. Es wird mal investigativ nachgefragt. Was wird denn gerne gegessen in der HFC-Mannschaft? Boah, natürlich so nach dem Spiel, sage ich ehrlich, eine Pizza tut immer gut. Aber eine Bowl gibt es auch oder asiatische Nudeln. Ich kann mich an eine Siegerpizza erinnern. Ich glaube, es war gegen Hertha 2 gab es eine Siegerpizza. Gibt es hoffentlich am Sonntag auch wieder. Bei Chemie Leipzig war viel so das Thema, ja, schlechter Platz. Man konnte eigentlich nicht so schön Fußball spielen. Jetzt spielt er zu Hause. Du bist ja auch einer, der eigentlich vom Fußballspielen lebt. Ist das vielleicht auch ein Grund, dass es zu Hause besser läuft als auswärts? Weil man da einfach weiß, ja, der Rasen passt auch. Und das ist jetzt nicht... Na, ich will jetzt nichts Böses sagen über den Platz auswärts, aber es ist einfach ein besserer Platz hier. Ja, das auf alle Fälle. Man hat halt eine bessere Rasenstruktur. Der Ball läuft eindeutig besser hier zu Hause. Man kann sich auch darauf verlassen, dass der Greenkeeper gute Arbeit hier macht. Und das kommt uns zugute, weil wir haben eine gute spielerische Mannschaft. Und ja, aber in der Regionalliga muss man sich halt darauf einstellen, dass auswärts die Plätze nicht immer die besten sind. Ist ja wie in vielen Ligen auch so, aber das kommt uns auf jeden Fall zugute, ja. Das ist vorhin angesprochen, so BFC hat große Traditionen, bis jetzt, ja, etwas jünger, darf ich mal so sagen, glaube ich. Hat das trotzdem für dich irgendwie so einen Klang, BFC Dynamo? Verbindest du damit irgendwie was? Ja, da ich ja lange Zeit in Dresden war, habe ich dann natürlich so ein bisschen diese DDR-Meisterschaften da mitverfolgt, durch meine Eltern, durch viele Fans. Und ja, deswegen weiß ich halt, was da früher für ein Fight waren in DDR-Oberligen. Und der BFC natürlich jetzt auch aktuell ihren Ansprüchen hinterher hinkt, sondern auch wieder im Profifußball hoch möchte. Aber ja, deswegen habe ich auch mal ein Bild vor Ort gemacht. Ich habe da schon zweimal gespielt. Man merkt halt diesen Kult da und diese Tradition. Gleiche Frage und natürlich mit einem bisschen anderen Blick. Sie haben es quasi noch live erlebt, als der BFC quasi immer Meister geworden ist unter so oder so Umständen. Was für einen Bezug hatten Sie zum BFC vielleicht als Kind dann auch, als Sie die Fußballbegeisterung in sich entdeckt haben? Gott sei Dank kam das Wort Kind. Also so alt bin ich auch nicht, ne? Also ja, ja. Ich weiß, ich habe die DDR-Oberliga verfolgt, aber zur Wendezeit war ich 15. Ja, sie hatten aber auch, ja, also diese Geschichte, 10-mal in Folge Meister zu werden oder, aber auch, sie hatten auch trotzdem gute Spieler, also sie konnten sich das einfach erlauben. Früher hat man ja gesagt, die Spieler wurden delegiert, ne? Dass sie mit Thom, mit Doll, nur um zwei zu nennen, einfach auch eine Top-Mannschaft hatten, aber im Rest des Landes war das halt nicht so angesehen. Aber ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal der HFC ging. 1991. Wow. Wir haben übrigens gewonnen. Okay, da bin ich dann 17 gewesen. Also ist ja auch, freuen sich viele auch darauf. Ich freue mich auch auf dieses Spiel. Ich freue mich darauf, dass es, so wie Max sich das wünscht, dass am Sonntag viele Leute kommen. Und das wäre auf der einen Seite natürlich auch eine gewisse Belohnung für die Jungs, jetzt für die letzten Heimspiele, dass Leute ins Stadion kommen, dass sie uns sehen wollen, dass sie natürlich auch dieses Spiel sehen wollen, weil es eben eine Tradition hat, aber schon lange nicht mehr gespielt wurde. Ja, also ist der Rahmen schon auch perfekt. Also, und den wollen wir natürlich nutzen. Und ich sage ja trotzdem, letzte Woche bei Chemie Leipzig war es ja auch so, dass dieses Spiel lange nicht gespielt wurde oder dieses Duell. Und da kann ich über diesen Platz hinwegsehen, ne? Also wenn der mal nicht so gut ist, aber das gilt ja dann auch für beide Mannschaften, aber letztendlich der Rahmen, der war perfekt, also die Choreo auch von beiden und das ist dann so, was das Fußballspielen ausmacht und darauf habe ich einfach Bock und die Jungs auch und das hat man letzte Woche dann auch gemerkt und jetzt freuen wir uns auf dieses Heimspiel mit hoffentlich vielen Zuschauern, dass wir denen dann eben auch diese Unterstützung, die wir in den Heimspielen jetzt wirklich auch oder bei fast jedem Heimspiel hatten,
am Sonntag wieder haben und ihnen das was zurückgeben können. Und das ist unser Ziel. Es gab ja bei BFC schon einen Trainerwechsel, ein bisschen andere Gründe als meistens dann, wenn es so zu einem Trainerwechsel kam. Vorgänger, glaube ich, gesundheitliche Gründe. Aber scheint ja auch gefruchtet zu haben. Haben Sie beobachtet, wie sich das Spiel vielleicht nochmal verändert hat beim BFC? Naja, ich habe tatsächlich am Anfang nicht so viele Spiele geschaut. Ich glaube, dass Sie am Anfang auch mit einer Dreierkette gespielt haben. Bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich habe mich jetzt mehr die letzten 4-5 Spiele habe ich mich damit beschäftigt oder wir im Trainerteam und da haben sie eine klare Struktur. Sie haben eine Struktur gegen den Ball und eine etwas andere mit dem Ball und sind auch viel auf Spielkontrolle aus. Und ja, selbst der Tabellenführer hat tief verteidigt gegen den BFC und hat trotzdem 2-0 gewonnen in Berlin. Und da kann man sich ein paar Sachen schon raussuchen, wo der BFC eventuell ein paar Themen hat. Ja, und da versuchen wir natürlich nichtsdestotrotz auch unser Spiel nicht grundlegend anzupassen an den Gegner, sondern auf diese Sachen hinzuweisen, den Jungs die Infos zu geben. Das haben wir heute getan, haben im Training ein bisschen was probiert und werden schauen, dass es am Sonntag dann fruchtet. Dann frage ich mal noch zum Geburtstagskind am Sonntag, wenn schon mal da ist, ein bisschen fies, weil er dann direkt es mithören muss, aber so ist es nun mal. Ne, wie sehen Sie Max gerade derzeit? Er hat ja auch ein bisschen auf unterschiedlichen Positionen jetzt im Mittelfeld sich quasi zeigen dürfen. Wie zufrieden sind Sie mit ihm? Ich bin zufrieden mit ihm. Also ich wünschte mir noch den einen oder anderen Assist oder die Torgefahr im Spiel mehr, weil es einfach darum geht, dass wir, wenn es enge Räume gibt, ja, jetzt mal unterschiedlich, auf welche Höhe. Aber wenn wir jetzt wie den Heimspielen zum Beispiel dann auch gegen den Bollwerk anspielen müssen, ist Max natürlich auch jemand, der auf engem Raum meistens die richtige Entscheidung trifft und die Jungs dann auch in Szene setzen kann und der auch immer eine Lösung parat hat. Und das ist natürlich wichtig für unser Spiel. Und auch dann ist es wichtig, wenn der Gegner, das machen ja die meisten nach Ballverlusten, sofort ins Gegenpressing geht, dann hat er halt dann auch durch seine Skills die Ruhe und dann eben auch die Lösung, dann halt rauszukommen und nicht dann wieder gefangen zu werden, ja, auf Deutsch gesagt. Und Standards sind für uns natürlich auch ein wichtiges Element. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Und das sind einfach so eine Sachen, die man sieht ja rein statistisch, hat er ja ist er mit vorne dran, was die Minuten angeht. Auch wenn er eine Phase hatte, wo er dann von der Bank kam und wir ja trotzdem versucht haben, ihn in unser Spiel zu bringen, weil es am Anfang ja so war, dass er auf der Doppel-6 gespielt hat und wir in den letzten Spielen mehrfach mit Stirling und Inala auf der Doppel-6 gespielt haben. Und dann war er halt eine Etage weiter vorn. Und dann gucken wir einfach, wie wir das in den nächsten Spielen beziehungsweise am Sonntag dann machen. Aber kann sich schon darauf einstellen, dass er am Geburtstag jetzt nicht auf der Bank sitzen muss, oder? Er kann da zu mir kommen und kann mich auch fragen, was er sich wünscht für Sonntag. Nicht nur, was die Zuschauer angeht, sondern was die Aufstellung angeht. Ich würde mal noch beim Personal nachfragen. Zwei Namen konkret. Niklas Landgraf war ja so Pokal dabei, dann musste er da wieder raus. Dann bei Chemie hat man ihn ja oben bei den Containern stehen sehen. Wie sieht es bei ihm jetzt genau aus? Also es ist nichts Neues. Also er hat ein bisschen was gemerkt in dem Spiel gegen Halberstadt, hat das aber rechtzeitig signalisiert und wir wollen einfach jetzt kein Risiko eingehen. Das ist so, dass wir ihm die Zeit geben, dass eigentlich alles okay ist, aber wir ihm die Tage mehr geben in der Reha, das komplett ausheilen zu lassen, dass wir da nicht eine Folgeverletzung riskieren, die dann über mehrere Wochen dauern soll oder wird. Ja, und deswegen haben wir da jetzt ein bisschen, ich würde nicht sagen runtergefahren, aber ihm ein bisschen rausgenommen aus der Belastung. Aber wir sind in einem guten Austausch mit den Ärzten, mit ihm und mit den Physios und das passt. Er wird aber am Sonntag nicht dabei sein. War Oberschenkel, oder? Hintere Oberschenkel, ja. Okay. Und Anthony Rotschen, da war ja zwischenzeitlich die Sperre. Dann dachte ich eigentlich, er kommt zurück, aber jetzt ist er ja immer noch nicht da, weil es scheint wieder irgendeine Verletzung zu geben. Können Sie da mal noch aufklären? Das war dann aber in dem Moment, wo wir schon
Richtung Pokal unterwegs waren, wo wir ja, hofften, ihn einsetzen zu können. Hat er auch eine Verletzung, die momentan ihn dann auch zum Zuschauen zwingt. Was für eine? Aber auch im Oberschenkel. Okay, also auch irgendwas Muskuläres. Ja, aber das war wie mit Gegnerkontakt eine Geschichte im Training. Da ist ein bisschen hart angegangen. Ist er hart angegangen worden, vielleicht. Kommt ja vor, soll ja so sein im Training. Alles klar, ja, das war's von mir, Dankeschön. Wäre ich jetzt natürlich noch dazu gekommen. Wir sind momentan bei knapp 7.000 Karten im Vorverkauf, freuen uns also auf ein volles Haus und auf eine emotionale Atmosphäre am Sonntag. Und damit euch allen noch einen schönen Nachmittag und bis dahin.